Okay, und hier geht's jetzt weiter. Mal kleine Wurfmesserchen. Die schmecken dir. Stimmt. Also, Freundchen. Hier ist doch eine Treppe. Ja, nicht rollen und nicht die andere Ecke hängen bleiben, Kollege. Das sind nicht die Feinden. Ach schön, hier steht jemand. Okay, okay, okay. Mann, ey. Eure Spiele, FromSoft. Boah. Ey, so viele Mechaniken, die einfach nicht greifen, die einfach nicht ausgefeilt sind. Da hilft auch die beste Story nix. So, komm ran jetzt hier. Ich hab nicht. Also, wieso brauche ich denn so viel Ausdauer mit dem Speere? Ich hab 30. Das sind 6 mehr, als ich sonst hatte zum Kämpfen. Oder habe ich was nicht mitbekommen? Und die Ausdauer, die ich pro Schlag brauche, orientiert sich an der Rüstung, die ich trage? Das wäre mir neu. So, lass noch mal buffen. Das sind doch wieder Gegner. Das ist schon nice, wie der im Lauf die Flamme auf das Speer zaubert. Pow! Hält zwar nur 6 Sekunden, glaube ich, oder sowas. Wie viel bekomme ich da? Oh, 107. Ich bin ja schon fast gesprungen. Wieso ist da noch ein Item und wieso komme ich da jetzt nicht hin? Ist hier noch... Nee, von da bin ich ja gekommen. Uah. Glück gehabt. Wurfspeer. Hast du nicht mit gerechnet, hä? Bam. Okay, Heilung. Ich muss meine Zauber unbedingt umlegen. Ja, bam. So, ja, das war doch stylisch. Alter Reißzahn. Nix. Stell dich mal vor, da wo es leuchtet, das wäre so ein Vorsprung und da liegt ein Item. Das wäre doch frech. Hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich hab's förmlich gerochen.
So, jetzt lass noch mal überlegen. Ich kam von da oben, da war nur der Weg hier runter. Oder war da jetzt noch ein... Rein, durch die Tür, dann war der Balkon. Rechts Treppe runter, links nicht. Ja. Der einzige Weg. Okay, ich kann jetzt... Aber das bringt mir jetzt doch nichts. Nee. Weil ich auch jeden Weg, der mir gezeigt wird, nutzen will. Und dann auf einmal... Ich dachte schon. Bestienkleriker? Tatsache. Das sind doch diese Bestienkleriker wie Gurang. Sehen schon fett aus, ne? Heilung ist voll. Okay, jetzt kann ich noch da lang, aber da war auch noch was. Aha. So viel. So viel. Mhm. Das tun. Ach. Ey, diese Entscheidung jetzt, ne, ob ich mich wieder buffe oder nicht. Weil er jede Zeit um die Ecke kommen könnte. Blitzfett. Hält leider, glaube ich, auch nur 20 Sekunden, diese Fette. Zumindest die normalen. Glaube ich. Wo hat er die ganzen Wurfdolche her? Ist doch nicht Alexander Anderson aus Helsing. So eine dimensionale Messertasche. Okay. Kann ich also nach unten, nach da und hier hoch? Erstmal die Dolche. War gar nicht so dumm. Nur hoch. Nice Combo. Rein theoretisch auch einfach wechseln und das Blutungsspeer für die Leute nehmen. Nee, das ist doch nicht derselbe Weg. Nee, ich dachte schon. Also runterspringen von da ja, hochspringen nein. Das wird nicht funktionieren. So hoch kann ich nicht. Ja, und der nächste, natürlich. Alle ran hier. Ja.
Holy shit, ey. Was habt ihr noch für ein Problem? Kommt ihr auf einmal alle her? Wieso lässt du dich denn von meinen Schlägen nicht beeindrucken? Das ist doch frech. Das ist einfach nur gemein. Jetzt blute! Holy shit! Wie kann das denn sein? Also der hat der ferngesteuerte Wurfmesser oder was? Ich hoffe, alle sind jetzt zufrieden. Aber auch der Blutungsspeer allein macht gegen die Leute wenig Sinn. Da muss schon Feuer ran, habe ich das Gefühl. Ja, da war ich. Jo, hau rein das Ding. So, optionales Gebiet. Mal schön den Dreh machen, damit wir ja keine Höhle verpassen. So, liebe Freunde, und jetzt wird es interessant. Jetzt sind wir an einem Abschnitt, der zahlreiche untote Bestienwachen uns gegenüberstellt. Und die Option, die ich habe, diese Kreaturen so schnell wie möglich zu töten, ist natürlich mit Heiligschaden, wie zum Beispiel hier. Allerdings geben nicht alle Fähigkeiten, alle Zauber und andere Optionen die Chance, die untoten Gegner mit einem Todesstoß ins Jenseits zu schicken, sodass sie wieder auferstehen. Das kann man gut zeigen, zum Beispiel an der Kriegsasche, Heiliger Lichtring. Normalerweise stehen Gegner danach wieder auf, wenn sie dadurch getötet werden, obwohl es ja Heiligschaden produziert. So, jetzt sehen wir den blauen Nebel und der Gegner steht wieder auf. Alles kein Problem. Jetzt haben wir aber die Chance, Fähigkeiten zu nutzen, die unseren Waffen heilige Essenz verleihen. So wie auch Heiligfett. Allerdings hat Heiligfett nicht den Vorteil der sofortigen heiligen Desintegration, also dass die Gegner sich auflösen nach dem Todesstoß. Diesen Effekt können wir aber zum Beispiel durch die Waffe Goldenes Epitaphium hervorrufen. Letzte Riten. Ne? Dadurch wird dann sozusagen eine Fähigkeit hervorgerufen, die wir auch als Kriegsasche auf andere Sachen nutzen können. Jetzt haben alle Waffen heilige Essenz. Das heißt, jetzt müsste unsere Fähigkeit Heiliger Lichtring so die Desintegration hervorrufen. Schwieriges Wort, wie ihr seht. So, das dürfte jetzt auch mit allen anderen Waffen funktionieren. Zum Beispiel auch mit dem Bogen, wenn ich keine Lichtpfeile nutze. Komm, greif an. Na, also. Tada! Auch das funktioniert. So, jetzt haben wir natürlich noch die Möglichkeit, Waffen mit einer Inkarnation, einer Anrufung zu verzaubern.
Das zeige ich euch einfach, indem ich auf solide Skill, also eine rein körperliche Skillung auf die Waffe vornehme. Und dann meine Waffe mit Klinge der Ordnung verzaubere. Denn auch jetzt habe ich die Dessendekration. Und gleichzeitig viel mehr Schaden. Und diese Kollegen hier sind wirklich nicht einfach, wenn sie zu lange überleben. Und da kommt ja gleich der zweite. Komm ran, ihr Kollege. So, und jetzt zum letzten Punkt, was das angeht. Diese Klinge der Heiligen Ordnung gibt auch, wie soll ich sagen, Projektieren von gewissen Fähigkeiten, diese heilige Essenz, ne? Wenn wir daran denken, dass wir, also Heilige Klinge macht das von sich aus schon. Wenn ihr es auf Heilig oder Blitzen skillt, das zählt aber auch für, wie gesagt, diese Fähigkeit. Ihr könnt natürlich auch die Fähigkeit des Schwertes, was wir ausgerüstet hatten, mit anderen Fähigkeiten hervorrufen. Zum Beispiel mit geteilter Ordnung oder heiliger Ordnung. Da bekommt ihr die heilige Essenz, steht auch unten, besonders effektiv gegen jene, die im Tod leben. Ja, das funktioniert aber auch, wenn ihr Fähigkeiten mit Projektilen wie diese Fähigkeit nutzt. Ne? Eisspeer. Das funktioniert auch mit schwarzer Flammentornado. Das funktioniert mit goldener Schlag. Das funktioniert mit Schimmerphalanx, mit Kieselstein, mit hier Schimmerstein. Funktioniert rein theoretisch mit alles, wenn ihr diese Buffs oder heilige Ordnung auf eine Waffe verzaubert. So, und was mache ich jetzt? Jetzt geht's voran. Ab, ihr seht, Projektilschaden führt zur sofortigen Desintegration. Ja, weg. Da liegt was, da liegt was, da liegt was. Komm, ah, keine Ausdauer, holy moly. Okay. Da habe ich jetzt den Todesstoß wahrscheinlich mit der linken Waffe gemacht. Deswegen hat das nicht gewirkt. Uiuiuiui, Fürstenrune. Achso, ja, 50.000 steht hier direkt runter, haha. Die werde ich brauchen. Denn ich habe noch einen Geist aufgelevelt, der ebenfalls heilige Fähigkeiten nutzt. So rum. Genau. Heilige Anrufung und Weihwassertöpfe. Das sollte mir in dem Gebiet einen guten Vorteil geben, auch wenn sie kein Kampfgeist ist, sondern eher ein Unterstützungsgeist. So, sie und der Schmied, ja, sie sind jetzt irgendwie schlecht gelaunt, weil ja, die ganze Bude abfackelt. Sie will, dass unser Schmied endlich aufhört und sich zur Ruhe setzt und das Leben noch genießt, und er will einfach nur eine Waffe schmieden, die Götter tötet, so wie es seine Aufgabe schon immer war. Und das wird er wahrscheinlich tun, bis er umfällt. So, und was spielen wir jetzt? Ihr seht, wir haben jetzt die Rüstung des mir zugesandten Heiligen Ritters, die ich ziemlich nice finde, die Zusammenstellung. Und die werden wir jetzt erstmal spielen. Die Speere sind für diese Folge auf jeden Fall noch dabei. Und wir werden jetzt, weil ich noch weiter testen will mit anderen Geistern, geteilte Ordnung und solider Partisan-Wurfspeer spielen. Geheiligte Ordnung für unsere Verbündeten, die ebenfalls dann heilige Sachen bekommen, falls ich nicht die Jungfer einsetze. Und außerdem habe ich ja dann hier noch extra Heiligschaden. Das lohnt sich schon. Und
Den Wurfspeer verzaubern wir trotzdem mit der heiligen Waffe. Dafür brauche ich aber noch schnell mal ein bisschen Weisheit. Yeah. Ich liebe es. Wenn ihr das auch auf Fähigkeiten oder Kriegsaschen legt, zum Beispiel für Blitze, hat das eine sehr schicke Wirkung, wenn der Blitz einschlägt und der Gegner einfach desintegriert, sich in Staub auflöst. So, rumgucken. Ja, dann gehe ich erstmal hier lang. Da ist ein Gegner. Ich könnte ja auch Feuer nutzen, oder? Feuer ist doch auch gut gegen Untote. Also so habe ich rein theoretisch eine zweifache Absicherung. Ich weiß aber gar nicht, geheiligte Ordnung werde ich nicht auf Lament verzaubern können. Aha! Doppelt hält besser. Nicht genügend Mana. Ja, Heiligfett bringt mir gerade nichts. Pack sie schon mal. Ah, oh, Manu. Manu. So. Komm runter da. Spaltangriff. Oh shit. Nummer 1. Nummer 2. Oh, der rennt richtig an. Also, Leute. Ich weiß, wir sind hier alle Speerkämpfer, aber... Das muss doch nicht sein. Noch mehr, alter Schwede. Oh, Glück gehabt. Na kommt. Kein Mana. Wer schießt den jetzt schon? Heiliger Wurfspeer. Ja, du darfst treffen. Oh, knappe Kiste. Aua. Vielleicht sollte ich mal daran denken, noch andere Sachen zu nutzen. Wie zum Beispiel dich oder dich. Dann kann ich auch noch dich nutzen, wenn ich das will. Das mache ich natürlich gleich. Power ohne Ende. Jetzt reicht's mir aber mit euch hier. Ich wollte schon sagen, wieso ist der denn nicht hops? Hm, hier. Rune, Rune, Rune. Ach, die kamen vielleicht von hier oder was? Der nächste Schub? Jungfrau rufen.
dann macht sie Heiligschaden. Sehr schön. Bleib hier. Na, da macht sie doch schon Platz. Holla, 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 die Waldfee. Na. Ja, okay, der Heiligschaden, der hilft schon extrem. Die macht ordentlich Damage. Ordentlich. Schmiedestein 8, sehr schön. Ah, Heilung über Zeit. Willst du mal heilen? Du nutzt doch hier diese komischen heiligen Anrufungen und so. Runenbogen. Dankeschön. Goldene Saat. Der nächste. Da ist sie fort. Naja. So, also da ist da eine Tür. Geht nicht auf. Da hängt noch einer. Da liegt noch ein Item. Holy shit, ich übersehe das alles. Weil die Farbgebung... Eieiei. Farbgebung ist so weiß-rot. Und das noch bei Tagen, hellem Licht, verliert man schnell den Überblick. Oh, oh, oh. Den könnte ich mir holen. Da geht's ja auch noch lang. Okay, ich guck erstmal hier ans Ende der Klippe. Hundi! So. Hund! So, wie mache ich ihn denn am besten platt? Eigentlich bin ich ja von Blitzsperr immer ein großer Freund, weil der... Ich habe ihn noch erwischt. Goldene Blitzfestigung. Und er ist schon wach. Holy shit. Und er ist sauer. Und gleich vergiftet hoffentlich. What? Wieso haut er denn ab? Da kommt doch gleich aus dem Tornado. Nicht gefährlich sein. Okay, wieso verschwindet er jetzt? Ja, in der nächsten Gnade schaue ich mir natürlich die Sachen an. Überlege auf Feuer noch mitzuskillen. Feuer und Heilig. Aber wir gucken erstmal, was uns noch so erwartet an Gegnertypen. Ob das sich weiter mit Untoten so verhält. Torrent kann ich nicht rufen. Keine Höhle, kein Eingang. Also geht's ja nur nach oben.
auf den letzten Meter verreckt. Beim Springen. Bevor ich da runtergehe, das habe ich ja fast gar nicht gesehen. Eigentlich würde ich gerne erstmal den Weg nach oben gehen, weil das scheint mir nach einem Way of No Return, dass ich nicht mehr hochkomme, außer ich teleportiere mich zurück und dann sind die ganzen Gegner wieder da und naja. Ja, gut, gehe ich erstmal hier hoch. Springe hier rüber. Das müsste doch jetzt... Oder ich gehe da rüber. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da gehe ich jetzt erstmal da hoch und hoffe, dass nämlich Gegner, dass ich da noch eine Gnade finde. Und da muss ich noch hier runter. Hier ist doch eine Gnade in der Nähe. Also genau unter mir. Da war ich schon. Das ist... Hä? Ist das... Ja! Das ist über dem Godskin-Apostel Bossraum. Also muss ich da gar nicht runter. Aber sah mir fast so aus. Als ob der Drop, den habe ich damals von unten nicht gesehen. Und vielleicht komme ich da noch in einen Raum, der mir es ermöglicht, irgendwas Cooles zu finden. Alexander, holy moly, lange nicht gesehen. Du bist nicht mehr der Frischeste, ne? Risse überall. Ah, I see you finally made it here yourself. The city hanging in the air is slowly crumbling. What an incredible place we find ourselves. But that aside, I can't believe you felled that giant. It was practically a god. I doubt there's another soul out there who could have done the same. Of course, I count myself the great Alexander among the many. Hmm. Which means I've but one thing to ask of you. Would you kindly undertake my ordeal? Come and tell me when you're ready. I've been longing to fight a warrior as accomplished as you. You are ready then, I take it. Then let us begin. I am the great Jar Warrior. Oh, Alexander! Yeah. Okay. Lend me strength, O warriors within. Let us become one champion together. Komm, greif an, ich brauch Pausen. Ich denke mir, er wird Gift immun sein. Probier's trotzdem ein paar Mal. Zögerungsangriffe. Ja, also das funktioniert schon mal nicht. Was sagst du denn zur Fäulnis? Nur falls du mal böse wirst. Okay, die stärkste Attacke hat gereicht. Eine der stärksten Attacken, die ich besitze. Victory. Was impossible. This vessel was found lacking. You're lagging, my boy. My thanks. I knew you were the stuff of champions. It was a marvelous battle. I implore you. Take what I bequeath from inside me. Nee, du kannst du jetzt nicht. All vessels are destined to one day break. But the great Alexander lived as a warrior to his last. Dabei hat er sich... Scherbe von Alexander. Alexander sind da rein. Dabei hat er sich noch so schön im Vulkan gehärtet. Ja, wo finde ich das jetzt? Hier. Ein Andenken, seine Innereien. Okay. Und seine Scherbe. Hm.
finde ich nirgendwo, oder? Noch eine Todeswurzel, die ich bei Gurang abgeben kann. Und noch eine Klangperle? Und ein Buch? Der Drache hat sich wegteleportiert oder ist einfach geflohen? So, ich muss dran denken, wenn ich die Gnade habe, mal meine ganzen Sachen aus dem Inventar den Leuten zu geben. Das kann ja nicht sein. Ich muss da Schildkröte für das Buch. Ich muss die Todeswurzel abgeben. Das machen wir hoffentlich alles noch, wenn ich mich dran erinnere. Da ist die Arena mit den Drachen, mit den zweiten. Der komischerweise keine Blitze gedonnert hatte. So, jetzt hoffe ich aber auf eine Gnade. Ich gehe erstmal auf den Bogen, weil das hier, wenn jetzt ein fliegender Gegner kommt... Ich habe eh keinen Mana. Mhm. Würde es sich lohnen zu probieren? Oder sterbe ich da? Also ich würde gerne wissen, was da vielleicht noch ist. Hätte ich mich droppen lassen können. Bitte gib mir eine Gnade. Ich will nur eine. So, Nahkampf. Jetzt sollte ich die Speere tauschen. Denn ich kann meinen Wurfspeer nicht mehr verzaubern. Und daher nehme ich das heilige Speer, was nicht verzaubert werden muss. Ich höre es doch schon. Ach ja, kein Mana. Okay, wisst ihr was? Ich werde sterben, deswegen hau ich ab. Klug ist der Krieger, der sich zurückzieht. Ey, Spiel, Visier bitte an. Ja, da haben wir es wieder. Auf rechten Analogstick anvisieren. Ne? Funktioniert nicht. Du drehst einfach die Kamera um 180 Grad, obwohl der Gegner genau vor dir steht. Gurang, ja, der war auch mal mad auf mich, als ich das die Kriegsasche des Bestiengebrülls bekommen habe. I won't forget. Again. I must have more. I must consume more. Ja, der Fluch, der Fluch. Bestien klauen Großhammer. Juhu! Du bist aber auch nimmersatt, mein Freund. Gleich mal den Bestienhammer anschauen. Wo war denn die Großhammer? Hier. Da ist er. Königliche Bestienklaue als Fähigkeit. Könnte ich sogar einsetzen. Allerdings werde ich das nicht hier tun, denn dann dreht er vielleicht wieder durch. Jetzt muss ich als nächstes zu... Nein, nein. Habe ich da gar keinen... Nee, habe ich gar keinen Speicherpunkt. Du warst... Hier, oder? Warst du... Was ist das hier? Hütte der... Na, hier. Da muss ich jetzt rein theoretisch erstmal so machen. So. Gespeichert und hin. Jetzt gebe ich das Blitzbuch ab. Jetzt habe ich aber keine Runen zum Kaufen. Naja, ich kann ja noch welche poppen. Oh. Ah, sieht schon fesch aus. Ich habe wieder was für dich, mein Freund. Greetings. Oh, what have we here? Very well, let us both learn together. Heresy is not native to the world. It is but a contrivance. So ist es. All things can be conjoined.
So, hier gibt's natürlich nichts. Ja. Alles. Is there something? Oh ja. You burned and the round table is soon to follow. No need to fret about that. The round table holds served to put a tarnished upon the throne of Elden Lord. And if the Erd Tree needed to burn for that to happen, then the round table must go as well. Mm-hmm. There are four more demigods yet to be located. Mikala of the Halig Tree, the Unalloyed, his twin, Melania, the undefeated swordswoman, Luna Princess Rani, daughter to Renala, and the one only known as the Lord of Blood. Rani is said to have cast aside her great rune. So here at the Hold, we seek the whereabouts of the remaining three shard bearers. Stimmt. If you should learn anything of these matters, I'll trade your findings for a hidden treasure or a long lost rite known only to me. We both desire to stand before the Elden Ring and become Elden Lord. As such, I hope we are compelled to work together. Okay, stimmt. Rani ist ja weggegangen, als ich ihr die heilige Fingerklinge gegeben habe. Mit der man ja angeblich, glaube ich, Götter töten soll, können soll. Schmiedeschürfer. Oh mein Gott. Oh my fucking God. 7 und 8. Jetzt habe ich alle auf 8. Da ist die Scherbe. Das ist ein Dings hier, Booster, na? Talisman. So kann es manchmal gehen. Ich bin doch nicht blöd. Bin höchstens zu faul zum Ausweichen. So, bist du wieder da? Er ist wieder da. Dann versuche ich nochmal. Oh, mein Glück. Heieiei. Oder versuche ich erst den Drop? Ich gucke erst nach dem Drop. Zack. Aber das ist doch jetzt genau, wo der erste verbannte Ritter auf mich wartet. Das ist ja schön, dass ich runterdroppen kann zu der Gnade, aber was bringt mir das? Spiel ich nochmal den. Und nochmal den. Und jetzt muss ich nochmal schauen, ob ich hier schon war. Kann ich vor ihm fliehen? Ja. Ich war ja noch nicht, aber... Okay, mein Freund. Du willst es hart und spritzig?
Wieso rolle ich? Also ich habe Rollen gedrückt, aber entweder zu zögerlich. Na. Naja, da geht's halt nochmal runter. Bab, jetzt kann ich ja. Nein, ich drück doch Select und nicht hinsetzen. Dahin. Das habe ich tatsächlich übersehen. Die untere Etage. Bin bei meinen guten Freunden, den verbannten Rittern. So. Buff Time. Blitz brauche ich erstmal nicht. Aber dich brauche ich. Ich glitzer wie ein Tannenbaum. Nur er? Stirb! Natürlich nicht nur er! Hm. Alter Schwede. Das mag ich immer noch nicht, dass die Gegner... dass ich an den meisten Wänden... abfalle. Selbst meine Zauber funktionieren nicht. Speere überall. Bestienmenschen von Azula. Oi, 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 oi. Schmiedestein 9, dunkel, wow. Also ihr könnt euch sicher sein, nach dieser Folge werde ich meine finale Ausrüstung spielen. Die Rüstung haben wir jetzt schon. Aber die Waffen, die ich dann nutzen werde, wenn ich keine neuen coolen Sachen finde, die ich ausprobieren möchte. Gefühlt, die Buffs sind... Ah! Das war die andere Seite davon, wo ich dachte, was soll denn die Gnade hier? Und hier oben war das Skin-Apostel-Bossfight, den ihr nur halb gesehen habt. Verstehe, verstehe. Gut! Geistesgegenwärtig, wie ich natürlich bin. Blitzbär-Party! Und mit Schmackes! Einmal zu viel gerollt. Das liegt an der Eingabeverzögerung. Ne, dass du immer eine Fähigkeit drückst und zack, machst du immer einen Move mehr, als du willst. Also, geht wahrscheinlich vielen hektischen Spielern so. Aber gut, die können wir uns ja problemlos wiederholen. Hatten alle was zu lachen. Hahaha. Von wegen Held. Der Held, der fällt. Ich bin gar nicht da. Chibonimo! Du mit deinem komischen Windavion hier. Was ist ein Wurfspeer? Na, jetzt gerade so nach Bloodspear und Styanax bei Warframe habe ich. Also macht die Waffe Speer gerade im Wurfstil schon viel Spaß. Könnte sich rein theoretisch einen schönen Spatiatenbild bauen.
Mit Schild und Blitzspeer und was es nicht alles noch so gibt. Eisspeer, Loretta-Speer oder wie sie hieß. So, jetzt bin ich aber durch, oder? Ja, los. Und unter dem Bauch. Stein dreimal. Yay. So, da sind wir wieder bei den Lappen von vorhin. Ah, verdammt. So muss das ja gehen, rein theoretisch. Jetzt kann ich switchen. Kommt raus! Da. Ja, man merkt, durch den Blitzschaden, der jetzt auf der Waffe liegt, habe ich nicht so viel Schaden, wie ich mir erhoffe. Probiere ich nochmal Heiligfett. Denn Heiligfett allein gibt ja leider nicht die Essenz, um die beim Todesstoß zu desintegrieren. Ja, natürlich! Das hasse ich am meisten bei euch, FromSoft. Und das... denn her hier in der Mitte? Meine Güte, ey, diese Strukturen. Hey.
Natürlich kommt der nächste. Ey, du Mistmade, du. Wie kann es denn sein, dass du bei den Idioten... Man kann sie nicht von der... Also diese zerstörte Ruinenlandschaft ist für ein Arsch. So. Hätte ich das auch mal geklärt. Ah, immer das zu weit klicken. Ah, ich finde immer noch, FromSoft sollte ja einige Mechaniken von ihren Games überarbeiten. Also Quality of Life ist ja wirklich nicht gegeben. Wo soll ich denn jetzt hin? Wieso ist da? So, nachdem wir den Drachen nun getötet haben, sind wir zurück in der Hauptstadt. Und warum wir das sind, bei der ganzen Suche nach Waffen für oder gegen Drachen und Speeren und Blitzen ist mir aufgefallen, dass ich eine Waffe hier vergessen habe. Eine ziemlich epische. Werde ich versuchen, mir jetzt zu holen. Allerdings ist das gar nicht so einfach, denn da lauern Bogenschützen, die dich ruckizucki von deinem Weg herunterschießen. Da steht schon die große Variante. Weg mit dir, keine Zeit. Miranda-Pulver. Da leuchtet es schon. So, da ist der Bogenschütze, den mache ich jetzt von hier aus platt. Wenn ich dann auf die Reling komme. Ja. Natürlich springe ich dann wieder gleich hinunter. Jetzt ist er weg. Jetzt könnte ich es riskieren. Und dann kommt er wieder und ich bin wieder down. So. Ich hier hin. Hey, B. Ja, ich habe die Waffe. Ist mir Wurst. Ich bin dann mal... Tschüss!